8 Uhr auf dem Spargelfeld in Fürth. Heute legen Bernd Lohbauer und seine Familie neue Spargelpflanzen. Wegen des schlechten Wetters war aber bis heute Morgen nicht klar, ob der Plan heute überhaupt umgesetzt werden kann. Es war ein wenig kritisch, jetzt auch vom Regen her, vor allem von gestern Abend. Ist nicht so nass, aber das passt. Das ist ein sehr sandiger Boden, der kann die Feuchtigkeit schon gut wegstecken. Und dann, denke ich einmal, müsste das hinhauen. Auf insgesamt 0,6 Hektar bauen die Lohbauers ihren Spargel an. Alle 2 Jahre wird die Sonderkultur von der 3-köpfigen Familie gepflanzt. Unterstützung bekommt sie dabei von Hans Höfler. Der 77-jährige Rentner hat selbst einen Betrieb und stellt seine Gerätschaften dem Maschinenring zur Verfügung. Bevor es allerdings losgehen kann, muss zunächst einiges abgeklärt werden. Wenn ich zum Betrieb komme, zum Spargelbauern, dann muss ich wissen, wie viel Abstand die Reihe haben soll von der Pflanze, wie viel Abstand in der Reihe die Pflanze haben soll. Und ich muss auch wissen, wie tief er gepflanzt werden soll. Manche möchten dann höher, dass er schneller da ist. Manche möchten dann tiefer pflanzen. Die sagen, der soll länger halten, dass er nicht so schnell hochkommt. Das muss ich wissen und dann stelle ich die Maschine dementsprechend ein. Dann kann es auch schon losgehen. Während auf einem Teil des Feldes neue Spargelpflanzen in die Erde gesetzt werden, wagt Bernd Lohbauer in den bestehenden Reihen den ersten Anstich. Die ersten schauen gut aus. Die schauen wunderbar aus. Aber man kann da nicht viel sagen im Moment. Also, die schauen sauber, gesund aus. Wie gesagt, die Köpfe sind geschlossen, sind weiß, sind gerade. Passt. Aber man kann da nicht viel dazu sagen. Die ersten, nach dem ersten Tag kann man nichts sagen dazu. Heute wird erstmal nur nach verfrühten Stangen geschaut. Ab nächster Woche geht es dann so richtig los. Dann kann der Spargel für 10 Euro pro Kilo auf dem Hof der Familie gekauft werden. Bis dahin ist es Tradition bei den Lohbauers, den ersten Spargel gemeinsam zu probieren. Für alle Fälle wird Ihnen präsentiert von der Bath Ranch, Ihr Experte für die individuelle Ernährung Ihrer Fellnasen in Nürnberg und Gunzenhausen.